Albtraum. Mir ist ein Albtraum passiert. Und was für einer, den seht ihr jetzt dann im Video. Peace! Herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Das ist jetzt kein spezielles Video für irgendein oder über irgendein Thema, sondern das sind mehrere Themen, die ich jetzt schnell habe. Ich bin nämlich gerade auf einer Versuchsfahrt und bin jetzt ein bisschen ja, schockiert. Aber da erzähle ich euch das später, um was es da ging. Erstmal möchte ich den Motorradfahrer vorbeilassen. Erstmal möchte ich mich bedanken für die Reaktionen von meinem letzten Video. Das waren ja wirklich ganz tolle Reaktionen, ganz tolle Kommentare. Sehr viel sogar, so viel glaube ich wie bei sonst keinem Video. Wirklich klasse, Dankeschön dafür. Da ging es ja unter anderem darum, ob ich den Soul gegen ein anderes Auto tauschen würde, also sprich Verbrenner tauschen würde. Dann habe ich ihm gesagt, nein, würde ich nicht. Dann kamen halt sehr viele Kommentare wie, ja doch, würde ich schon. Ich würde mir ein teures Auto, also gegen ein teures Auto tauschen und dann das Auto, den Verbrenner, den teuren wieder verkaufen und dann wieder ein E-Auto kaufen. So war das natürlich nicht gemeint. Ja, also, ja, kann man machen, aber selbst das, glaube ich, würde ich nicht machen. 911er Bugatti Veyron, klar, 2,5 Millionen. Wenn man das Auto hat und das verkauft, dann kann man sich ein schönes Leben leisten dadurch. Ich meine, das ist klar, aber das ist ja weit hergeholt und dementsprechend so eigentlich gar nicht gedacht gewesen. Sondern es war eigentlich so gedacht, du kriegst jetzt ein Auto, ob das jetzt gleichwertig ist oder sogar höherwertig. Also wie gesagt, ich habe gesagt, einen 911er, ja, einen Porsche oder einen Cayenne oder einen TT oder irgend sowas. Also ein sportliches Auto, das, da wo sich die Leute eigentlich die Finger schlecken, ja, schlackern. Das würde ich nicht machen, da habe ich keinen Bock dazu. Ja. Gegen einen Oldtimer würde ich auch nicht tauschen, weil der Oldtimer ist für mich kein Daily Driver und dementsprechend würde ich das auch nicht machen. Ich liebe Oldtimer, also mein absoluter Favorit ist momentan so der 58er und der 59er Impala, Chevy Impala als natürlich Coupé, Hardtop, würde ich jederzeit nehmen, das Auto, ganz klar, aber natürlich nicht im Tausch, weil das macht ja für mich jetzt so keinen Sinn. Aber es sind sehr viele Kommentare diesbezüglich gekommen und dafür möchte ich mich bedanken. Dann möchte ich auch nochmal daran erinnern, dass am Sonntag, am 8. April eben Sinsheim ist, da werde ich auch dort sein, wenn ich ohne Probleme hinkomme. Und jetzt kommen wir zu dem Thema eigentlich, was das Video oder wegen was ich das Video mache. Jeder hat seine Albträume. Der eine hat Albträume, keine Ahnung, Spinnenphobie und der andere hat Monster unterm Bett oder ich wollte jetzt schon fast sagen, im Bett. Nein, das mache ich natürlich nicht durch. Ja, Entschuldigung. E-Autofahrer haben auch einen Albtraum. Also ich hatte bis jetzt immer einen und dieser Albtraum war, liegen zu bleiben auf der Autobahn mit leerem Akku. Und ich habe es geschafft, ja. Das war am Samstag. Heute ist ja Montag, Ostermontag. Es war am Kar-Samstag. Ich bin mit der Familie frühstücken gewesen und war dann noch einkaufen und bin dann so hintenrum über die Autobahn nach Hause gefahren. In Amberg, was ja 20 Kilometer weg ist von meinem Zuhause. Es wackelt ein bisschen, gell, das nervt.
Moment, das wird sich ändern. So, jetzt. Ungefähr 20 Kilometer weg, naja, hinten rum sind es vielleicht 25 Kilometer, aber das werden wir jetzt sehen, weil ich diese Strecke jetzt nämlich auch nochmal fahre. Und ich habe recht Restreichweite von 51 Kilometer gehabt, als wir vom Discounter meines Vertrauens losgefahren sind. Dann sind wir auf die Autobahn, dann kam irgendwann mal die Meldung, noch 25% Akkuladung, bitte langsam mal umschauen. Ja. Und da waren es vielleicht noch, ja, 15 Kilometer. Auf der Restanzeige waren es 45 Kilometer Restreichweite. Und jetzt kommt das, was das alles noch viel schlimmer macht. Also, dass man mal stehen bleibt wegen Spritmangel. Oder, ja, einfach weil der Akku nicht reicht, ist die eine Sache. Die andere Sache war, meine Reaktion drauf. Weil meine Frau ist mitgefahren und die sagt noch, wie wir losgefahren sind. Du, das wird knapp. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, beruhig dich, alles easy, alles gechillt, das schaffen wir locker, wäre es ja nicht so schlimm gewesen. Aber ich, Großmaul, natürlich, Baby, keine Angst. Ich bring uns nach Hause. Und 2 Kilometer vor der Ladestation, 4 Kilometer vor zu Hause, ging nichts mehr. Zack, Akku stand so niedrig, keine Gasannahme mehr. Dann bin ich vielleicht nur so 500 Meter am Standstreifen ausgerollt und zack, Sense war's. Jetzt kann man natürlich sagen, ja Focker, da bist ja du selber schuld. Wenn man einfach zu dumm ist zum Stranken, dann lass es einfach, dann kauf dir ein Fahrrad. Ja, würde ich euch recht geben. Aber in dem Fall verhielt sich die Anzeige sehr unlogisch, sehr ungewohnt und eigentlich nicht normal, wie ich sonst kenne. Weil ich bin diese Strecke, fahre ich ja eigentlich jeden Tag. Und ich bin schon sehr, sehr oft mit einem Akkustand von um die 50 von der Arbeit nach Hause gefahren. Überhaupt kein Problem. Ich bin dann immer mit so Restreichweite 15 Kilometer angekommen. Kein Problem, es geht ein bisschen bergauf, ja, da braucht ein bisschen mehr. Wie gesagt, ich fahre das ja jeden Tag. Also dementsprechend kann ich ihn schon einschätzen, wie weit ich komme. Ich habe ihn ja schon mal bis 1% gefahren. Da verhielt er sich auch ganz anders. Bei 1%, er hat es schön runtergezählt und und. Also das hat er wunderbar gemacht. Aber dieses Mal nicht. Dieses Mal hat er Sprünge gemacht von mehreren Kilometern. Teilweise von 10 Kilometern von einer Minute auf die andere. Ich bin losgefahren mit 51 Kilometer, dann bei 45 Kilometer hat er gesagt, hey, 25%, langsam mal hier an Stranken denken. Ja. Das hat keine Minute später, waren es nicht mehr 45 Kilometer, sondern bloß noch 25 Kilometer. Und ich bin eigentlich an der letzten Autobahnausfahrt, bevor meine kommt, das sind dann ungefähr nochmal, naja, so um die 10 Kilometer, nicht ganz, 7 glaube ich sind es, bin ich da noch vorbeigefahren und habe 20 Kilometer nur drauf gehabt. Und naja, das sind reale 10 Kilometer. Ich bin nicht anders gefahren als sonst. Ich bin nicht schneller gefahren. Im Gegenteil, ich bin dann 95 gefahren auf der Autobahn. Ich habe die Heizung nicht angehabt. Ich habe die Verbraucher nichts anderes angehabt wie sonst auch. Das heißt, das Tagfahrlicht war an und der Radio war an, den habe ich dann auch noch ausgeschalten. Das Licht habe ich dann noch ausgeschalten. Und ich bin an dieser Ausfahrt, oder ja, aus dieser Autobahnausfahrt vorbei, hatte noch 20 Kilometer auf dem Tacho stehen. Und dann ist der von einer Minute auf den anderen von 20 Kilometer auf 9 Kilometer. Und wiederum 1 Kilometer später, also so nach 2 Kilometern nach der Ausfahrt, war er auf 0.
waren dann die Striche dort. Schildkrötensymbol kommt ja schon eher, aber das habe ich ja auch schon mal gehabt, das ist nicht das Problem. Und dann war die auf Null und wirklich zeitgleich als Null war, wow, Sense. Keine Gasannahme, nichts mehr da. Und ich, großkotz, sitze da natürlich. Meine Frau hat nichts gesagt, die war ganz tapfer. Die hätte ja lachen können oder schimpfen können oder wenigstens einen blöden Spruch machen können. Das hätte ich ihr sogar vergönnt, nach meinem völligen Schwachsinnskommentar vorher. Das Einzige, was ich gesagt habe, war: Haben wir Warnwesten dabei? Ja, hatten wir. Eingriff nach hinten und zack, und schon habe ich die Warnweste angehabt. Ich bin immer vorgekommen wie ein Warnwestenträger. Ja, also, und geil war auch, dass wir direkt neben einer so einer Telefonsäule zum Stehen gekommen sind. Also man hätte die Telefonsäule ja gleich verwenden können, haben wir aber nicht, weil ich habe da so ein 24-Stunden-Kia-Notrufsystem, 0800er Nummer, die habe ich dann angerufen. Und da muss ich auch sagen, das hat wunderbar geklappt. Also Kia hat mir da sehr, sehr weitergeholfen und sehr unkompliziert. Und auch vielen Dank an den Abschleppdienst, der bei uns in Ursensäulen gleich ist, also wirklich an der Autobahn. Kia hat gesagt, die wollen das innerhalb von 30 Minuten auf der Autobahn. Die haben da so einen Standard und die wollen das immer so innerhalb von 30 Minuten erledigen. Und das hat nicht mal 30 Minuten gedauert. Also das war vielleicht so nach 20 Minuten erledigt. Ich habe da angerufen und habe dann ja meine Panne geschildert und da war ein netter Mann dran. Sollte das sehen, was ich nicht glaube. Vielen Dank dafür. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt liegen geblieben zwischen da und da. Dann hat er gesagt, ja, was haben Sie denn für ein Problem? Dann sage ich, ich habe keinen Strom mehr. Dann sagt er, wie kein Strom? Ich sage, ja, ich habe ein E-Auto und habe leider keinen Strom mehr. Also als würde ich mit dem Auto stehen bleiben und keinen Sprit mehr haben. Dann hat er ein bisschen in die Tasten gehaut, ja, Kennzeichen, Name, dann die FIN-Nummer, die wollte er noch haben und so. Ah, ich sehe schon, es ist ein Soul e.V. Dann sage ich, ja. Dann sagt er, was EV, ist das ein Hybrid? Sag ich, nein, ist ein reines Elektroauto. Und dann sagt er noch, oh, ja, sowas hatte ich noch nicht. Also scheinbar bleiben E-Autofahrer nicht so leicht mit Strommangel hängen, außer der großkotzige Focker natürlich. Und dann haben wir so ein bisschen geredet und dann sagt er, ja, er versucht einmal mich zu orten, wo bin ich denn und bla bla bla. Und sagt er, ah, okay, alles klar. Er ruft mich zurück, wenn er was rausgefunden hat. Das dauert, oder beziehungsweise, nee, ich bleibe in der Leitung. Dann bin ich in der Leitung, das hat so eine Minute gedauert. Und dann hat er, war er wieder dran und dann hat er gesagt, also, ich habe jetzt den Abschleppdienst benachrichtigt, bitte unter dieser Nummer, wo ich jetzt anrufe, bitte online bleiben, dass man, sollte man angerufen werden, dass wir da erreichbar sind. Gott sei Dank habe ich einigermaßen gutes Netz gehabt, das hat dann schon hingehaut. Und dann tippt er noch ein bisschen, sagt er, naja, das ist ja dann quasi Spritmangel. Und dann sage ich, ja, selbstverschuldeter Spritmangel. Und dann sagt er, naja gut, aber ich sehe ja gerade, dagegen sind Sie ja versichert. Keine Ahnung, wusste ich nicht. Ich habe eigentlich damit gerechnet, oder ich rechne immer noch damit, dass da eine Rechnung kommt dann von Kia oder von dem Abschleppdienst. Da muss ich jetzt erstmal schauen, wie sich das weiterentwickelt, da halte ich euch am Laufenden. Aber wir sind dann aus dem Auto raus, klar, sind dann über die Leitplanke drüber und haben dann gewartet und dann hat uns der Abschleppdienst angerufen. Wiesgigl hat der geheißen. Cooler Typ, am Telefon schon, wo steht's hier? Ja, zwischen Ursensäulen und Sulzbach an der Autobahn. Ungefähr einen Kilometer vor der Oberpfälzer Alb. Das ist da, wo ich das Video schon mal gedreht habe, über den Schnelllader mit der Maingau-Karte. Das ist ja gleich eine Nacht, ja, dann komm ich gleich. Was? 10 Minuten sowas. Ja, und der ist wirklich nach 10 Minuten ungefähr dann angetappelt mit einem
Abschleppwagen, und zwar einen richtigen Abschleppwagen, wo man das Auto drauf hieven kann. Und der hat das dann hochgedengelt und dann sind wir 1 Kilometer oder so, knapp oder ein bisschen über 1 Kilometer, sind wir dann in die Oberpfalzer Alb rein und haben dann direkt das Auto mit Schwung an die Ladesäule so hin runterlaufen lassen und dann habe ich tanken können wieder. Es hat ein bisschen gedauert, weil da war ich ein bisschen aufgeregt und habe die Knöpfe nicht gleich gefunden und da war ich, aber ist klar. Toi, 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 meine Frau, total locker. Die hat nichts gesagt, die hat bloß immer gesagt, naja, kannst ja du nichts dafür. Naja, ob ich jetzt was dafür kann oder nicht, das werden wir jetzt dann sehen, weil ich jetzt nämlich genau die gleiche Strecke nochmal fahre. Natürlich mit mehr Kilometern drauf. Aber ich will wissen, wie sich der Akku jetzt verhält. Ob der sich genauso verhält, ob der genauso rapide abnimmt, ob vielleicht mit dem Akku was nicht stimmt, ob ich den nachmessen lassen soll und so weiter. Und da bin ich jetzt dann, wenn ich losfahre, gleich wieder online, aber das kommt dann im Teil 2, würde ich sagen. Also, viel Spaß, danke fürs Angucken und bis später am Teil 2. Dankeschön.